Vielen, vielen Dank für heute. Ich hatte sehr viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Fantasy Life. Im letzten Part haben wir im Prinzip ein Level abgemacht in der Magierkarriere. Wir haben ein Level abgemacht bei den Wonnen und wir haben sehr viel über Quests und Wonne erfahren und etc. etc. Also machen wir weiter. Was wohl der morgige Tag bringt? Ich kann vor Aufregung nicht mal schlafen. Ich hoffe, dass du und ich große Dinge vollbringen werden. Es gibt ein Geheimnis, das ich lüften muss. Ein großes Geheimnis, verborgen in dieser Welt. Vielleicht ist es schon zu spät, aber mit deiner Hilfe vielleicht. Mysteriös, mysteriös. Was passiert? Ach komm, jetzt kommt nochmal das Intro, oder wie? Nee, das kennen wir schon. Halte A zum Überspringen gedrückt. Das Intro kennen wir doch schon. Das haben wir schon mal gesehen. Bin ich jetzt hier aus dem Bett gefallen, oder wie? Echt? Nochmal? Was ist nur los? Bett zu klein, muss ich neu kaufen. Guten Morgen, Maika. Du bist mit deinem Kopf böse aufgeschlagen. Geht's dir gut? Du hast mir echt Angst gemacht, so aus dem Bett zu fallen. Vielleicht hätte ich dich nicht an der Nase kitzeln sollen. Ich habe nichts gesagt. Woher hat es sich so angehört, als wäre... Vorher hat es sich so angehört, als wäre ein Brief in deinem Briefkasten gelandet. Maika, ich will wirklich mehr über Riveria erfahren. Ich meine, ich will in die Welt hinaus und dort alles Mögliche tun. Die Menü Flatterlings Aufträge wurden aktualisiert. Flatterlings Aufträge wurden zum Questmenü hinzugefügt. Sprich mit Flatterling, um mit der Story fortzufahren. Durch das Erfüllen von Flatterlings Aufträgen erhältst du Wonne. Hast du Wonne erhalten? Geh in dein Zimmer und rede mit Flatterling. Mit Fortschritt der Story werden sich mehr und mehr Gebiete öffnen, die du erkunden kannst. Erforsche Riveria mit deiner Gefährtin Flatterling. Geh hinaus und erforsche. Natürlich speichern wir hier mal ab. Dum, dum, dum. Du hast einen Brief bekommen. Hat mir Flatterling noch eben gerade gesagt, dass sie gehört hat, wie ein Brief in meinem Briefkasten gelandet ist. Die Legende der Göttin. Hast du die Göttinstatue auf dem Kastellhauptplatz gesehen? Ach, da kommen Erinnerungen auf. Lass uns mehr über sie herausfinden. Ja, aber jetzt nicht. Grasebene, Grotte. Grotte, Grotte, Grotte. Okay. Ich hab Post. Ein Brief vom König. Hallo, Maika. Gratulation zu deinem neuen Leben. Doch das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Viele Geheimnisse warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Viel Glück. Das alles. Weiß, geh zur Göttinnenstatue und so. Dann machen wir halt erst das. Wir dürfen halt nicht vergessen, auch nebenbei zu leveln. Also diese Quests zu erfüllen, damit wir Sterne bekommen. Wir müssten doch besser werden in unserer Magie. Sprint Level 2 erreicht. Soll ich jetzt eine Münze reinschmeißen? Dum, dum, dum. Da sind wir, die Göttingenstatue. Zumindest nehme ich das an. Klingt aber gar nicht so sicher. Oh. Nun, ich bin neu in Kastell, aber das ist die Göttingenstatue, oder? Aha, bist du neugieriger kleiner. Bist der neugierige kleiner Schmetterling, oder? Aber ja, das ist die Statue der Göttin des Lebens. Willst du etwas über sie wissen? Naja, was hat sie gemacht? Es heißt, sie stieg von langer Zeit nach Riveria herab, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren. Was meinst du? Ich bin nicht wirklich sicher, was passiert ist. Riveria war wohl in großer Gefahr und die Einwohner flehten um Erlösung. Die Göttin hat ihre Wünsche erhört und ihre Kraft genutzt, um Riveria zu retten. Sie konnte ihre Wünsche hören? Genau, man nennt sie auch die Göttin der Wünsche. Nachdem sie Riveria gerettet hat, haben viele Menschen die Göttin besucht. Sie hat einen Wunsch nach dem anderen erfüllt.
Aber es gab so viele, dass es ihr nicht möglich war, alle Menschen zu helfen. Dann hat sie einen Geistesblitz, anstatt alle Wünsche selbst zu erfüllen. Gab sie den Menschen die Kraft, sich gegenseitig Wünsche zu erfüllen. Sie hat viele verschiedene Berufe erschaffen, damit wir uns gegenseitig helfen. Wir nennen das ein Leben. Ja, sie hat den Leuten ermöglicht, anderen durch ihre Arbeit Wünsche zu erfüllen. Das ist ein Leben. Deshalb sind wir der Göttin des Lebens. Deshalb wird sie die Göttin des Lebens genannt, richtig? Ja, heutzutage werden aber weniger Wünsche erfüllt als früher. Wieso? In letzter Zeit widmen sich immer weniger junge Leute im Leben. Dann will ich in die Welt bereisen und die Wünsche von allen möglichen Menschen hören. Vielleicht können so alle sehen, wie wunderbar jedes einzelne Leben ist. Ah, du klingst wie eine große Göttin selbst. Okay, aber ich frage mich, was für Wünsche die Leute haben. Was würdest du dir wünschen, Maika? Eine Tropenvilla, ein großes Haus, ich möchte reich sein, eine eigene Insel, einen eigenen Freizeitpark, ein Gourmet-Mahl, ins Ausland zu reisen, einen riesigen Kuchen, einen Computer, ganz viel Kleidung, schöne Accessoires, ein eigenes Pferd, ein Smartphone, eine Wohnung, ein Lotto gewinnt, eine Megaparty, eine Luxusjacht, eine Einkaufstour, Geheimbasis. Profi werden, super gut, schneidern, zaubern können, beliebt sein, zu unterrichten. Ein Unternehmen zu gründen, kreativ sein, Bücher schreiben, mein Leben verfilmen. Oh mein Gott, super singen können, es allen zeigen, super stark zu sein, Spitzenkunst zu machen. Ich will die Welt beherrschen. Ich möchte heiraten. Okay, viele Freunde haben. Also ich habe vorher immer gesagt, ein Buch schreiben, aber Leute zu unterhalten. Ich mache ja YouTube und Streamer, da geht es ja darum, Leute zu unterhalten. Es geht ja darum, bei YouTube euch zu unterhalten. Das würdest du dir also wünschen? Ich weiß schon, was ich mir wünsche. Und was ist das? Das ist ein Geheimnis. Ich bin sicher, dass sich dein Wunsch irgendwann erfüllen wird, Maika. Ich möchte die Wünsche von verschiedensten Leuten erfahren. Wirklich? Ich bin sicher, dass du dir viele Wünsche von den Leuten hier in der Stadt anhören kannst. Wenn du einen Wunsch hörst, den du erfüllen kannst, tu dein Bestes, um zu helfen. In Revier wirst du viele Charaktere treffen, denen du aus der Patsche helfen oder einen Gefallen tun kannst. Wenn eine Person über den Kopf hat, so einen Punkt über den Kopf hat, solltest du sie ansprechen. Angenommene Anträge findest du in sonstige Aufträge im Questmenü. Hast du alle Bedingungen für einen Auftrag erfüllt, solltest du wieder zum Auftraggeber gehen. Als Belohnung wirst du Gulden oder Items erhalten. Du kannst zu keinem Zeitpunkt mehr als 30 Aufträge gleichzeitig offen haben. Wenn du schon 30 offene Aufträge hast, wirst du keine weiteren annehmen können. Du kannst so schwierige Aufträge jederzeit im Questmenü abbrechen. Maika, helfen wir so vielen Leuten, wie wir können. Mehr kann ich euch im Moment nicht beibringen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, könnt ihr mich fragen, ich bin immer dort auf dem Platz. Anderen zu helfen, wird früher oder später immer belohnt. Hier, ein Geschenk von mir. Ah, ich habe ein Amulett erhalten. Möge die große Göttin über dich wachen. Ich hoffe, du erhältst ein erfülltes Leben. Okay, die Legende der Göttin. Vielen, vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast, Maika. Es gibt noch andere Orte, die ich sehen möchte. Wieso gehen wir nicht zusammen? Klar doch. Super, worauf warten wir noch? Gehen wir. Na, dann steuer mich mal an. Dum, dum, dum. Meine Freundin, dann steuer mich doch mal an, okay. Östliche Grasebene, die Straße ist nun passierbar. Die Göttinstatue besucht. Ausrüstung. So, jetzt ist meine Verteidigung gestiegen und meine magische Verteidigung. Ha. Was habe ich an Fähigkeiten? Sprint und Schleichen. Und Wonne. Den nächsten Wonne-Bonus kriege ich bei 50 Punkten. Weg, Opa, was hast du für mich? Hallo, Jungspund. Ich habe gehofft, du schaust vorbei. Also dann,
Meintest du, könntest mal zur Grasebene und dort ein leckeres, großes Ei besorgen? Es ist so groß, du wirst deine Augen nicht trauen. Ich brauche nur eins. Das ist genug für uns alle. Du solltest eins finden, wenn du die Grasebenen absuchst. Als Belohnung bekommst du 500 Gulden und meinen alten Bronzedolch. Wie sieht's aus? Nehmen wir an. So gehört es klein. Alle möglichen Leute werden dich um Gefallen wie diesen bitten. Das heißt, sie vertrauen dir. Ja, und sie geben dir Aufträge. Bring dieses Item, besiege jenes Monster für mich. Du hast eine Art. Deine Aufgabe ist es, diese Aufgabe, Aufträge zu erfüllen. Also es ist deine Aufgabe, wenn du sie annimmst. Niemand kann dich dazu zwingen. Aufträge, die du annimmst, findest du automatisch in sonstigen... Ja. Ein großes Ei für Opa. Beweg dich frei, das kann ich doch. Aber ich möchte jetzt trotzdem nach zur Grasebene. Das müssen wir mal gucken. Okay. Sehr hilfreich. Moment, das speichern wir ab. Ich habe jetzt viel zu viel vorgelesen. Das müssen wir abspeichern. Dankeschön. Darum sammle ich auch nebenbei halt immer so irgendwelche Sachen, weil kann ja sein, dass jetzt einer sagt, hier, ich brauche 10 Löwenzahn oder so. Kann ich gegen dich boxen? Also das Kaninchen kann ich immer nicht besiegen. Ich habe einen Grashüpfer. Einen Apfel habe ich auch noch. Das war jetzt nicht geplant. So, jetzt gucken wir mal. Quest. Nee, zurück. Das war jetzt falsch. Quest war da oben. Was ist eine Lebensgilde? Kaufen bis zum Umfallen. Und Kopf über ins Abenteuer. Gut, Herausforderung, Flammenkraft, Eishauch, Wind, Unkrautjäten. Graslinge. Und dann in die Grotte noch. Ja, das kriegen wir auch hin. Kann ich mit dir reden? Zur Grasebene geht es hier entlang. Der Ort ist voller gefährlicher Monster. Also bereite dich drauf vor und sei vorsichtig. Ei, ei. Das kennen wir noch nicht. Oh, Häschen! Oh mein Gott, die Möhre lebt! Habt ihr das gesehen? Komische Vögel? Strauße? Und der Bär. Droche. Ein Drache mit einem riesen Kopf. Okay. Ein Drache mit einem riesigen Kopf. Und nun? Ah, jetzt lädt das, okay. Das ist also die östliche Grasebene. Sie ist wirklich groß, findest du nicht? Und diese angenehme Brise. Schau da, dort drüben ist ein Paladin. Fragen wir ihn doch, was er über diesen Ort weiß. Der pennt. Huch, er schläft im Stehen. Das will gelernt sein. Guten Morgen. Guten Morgen. Was? Nicht zu berichten, Hauptmann. Okay. Oh, du bist gar nicht von Hauptmann, gar nicht Hauptmann Ross. Erschreckt mich doch nicht so. Wir wollten fragen,
Ob du etwas uns über die Grasebene erzählen kannst? Hä? Ein sprechender Schmetterling? Sag doch, dass du sprechen kannst, bevor du einfach so losplapperst. Mein Herz ist ja verstehen geblieben. Tut mir leid, denke ich. Das war euer erster Besuch in der Grasebene. Dann erkläre ich euch besser mal die Grundregeln. Drücke A außerhalb von Orten, um deine Waffe zu ziehen. Dann drücke A oder X, um den Gegner anzugreifen. Drücke B, um deine Waffe wieder wegzustecken. Wenn du von Feinden umzingelt bist, kannst du mit Y bestimmte Feinde anvisieren. Halte B während einer Bewegung gedrückt, um zu sprinten. Du kannst auch erst B drücken und dann in eine Richtung gehen, um zu schleichen. Beides verbraucht EP. Blumen, Insekten unter anderem und ähnliches kannst du überall finden. Nähere dich einem Item und drücke dann A, um es aufzusammeln. Manche dieser Items können LP oder Leben wieder auffüllen. Das ist das Wesentliche. Man kann alles Mögliche in der Grasebene sammeln. Das hier habe ich vorhin gefunden. Oh, Heilkraut. Bist du dir sicher, dass wir das mitnehmen können? Klar, bedient euch. Ich suche mir einfach ein paar neue. Ist nicht so, als hätte ich hier sonst was zu tun. Es ist immer recht friedlich hier. Es gibt keine besonderen gefährlichen Monster. Es ist der perfekte Ort für Anfänger, um Erfahrung, aber auch Materialien zu sammeln und zu kämpfen. Oh, aber du solltest aufpassen, wenn es dunkel wird. Nachts zeigen sich die aggressiven Monster. Sonst noch Fragen? Gibt es Monster, die auf Schmetterlinge abgesehen haben? Ich bin nicht sicher. Oder hätte ich was vergessen? Eine Sache muss ich euch noch sagen. Wenn ihr auf den Dösdrachen stößt, greift ihn nicht an. Ganz egal, was passiert. Manchmal fliegt er von den Bergen auf die Ebene, um hier ein Nickerchen in der Sonne zu machen. Solange ihr ihn in Ruhe lässt, tut ihr euch nichts. Aber wenn ihr ihn stört, röstet ihr euch, bevor ihr überhaupt Toast sagen könnt. Im Norden geht es zur Schneespitze. Wenn ihr euch traut, ist sie ein Besuch wert. Wenn ihr zurück nach Castell wollt, sagt einfach Bescheid, ich begleite euch gerne. So, das war's. Gebt auf euch Acht. So, schon mal 10 Wonne gesammelt. Dim, 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 dim. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, fuck. Den hat mich aber jetzt auch richtig hart angegriffen. So, jetzt möchte ich ganz gerne mal in die Quest gucken. Flammenkraft. Moment, hat das jetzt funktioniert? Man muss das immer wieder auf... Nee, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich muss das denn gedrückt halten. Halt, stopp! So, war das jetzt der Feuerball? Ja. Also ich muss mal alles schön brav gedrückt halten. Oh nein! Edge! Und da warst du hinüber. Ich hab Geld gefunden. Das wollte ich nicht. Raupis. Mal sehen, ob die auch schwach gegen Feuer sind. Das verbraucht sehr viel. Also... Oh. Ach, die grünen Punkte, ja. Habe ich ganz vergessen. Hier war ja was. Ach, das wollte ich doch nicht hier. Jetzt steck die Waffe doch wieder ein, Kind. Geht doch. So, jetzt müssen wir nämlich mal gucken, wo wir hier überhaupt,
hier diese Eier finden. Wo geht's hier lang? Was sagt uns das Ding nicht? Also die sind schon mal nicht aggressiv. Lass mich aber hier ein bisschen in die Ecke drängen lassen. Ey? Die klingt schon süß. Das muss man hier lassen. So, das hätten wir. Den nehmen wir wieder mit. Ging's da zur Grotte rein? Ja. Okay, dann weiß ich Bescheid, wo ich die Grotte finde. Hier sind so komische Karotten. Ich habe einfach mal so einen Schmetterling gefangen. Aha, kriegst mich nicht. Ich will doch ein Dings haben. Die Biene will ich jetzt gerade nicht. Das sind irgendwelche Strauße. Gab's hier nicht noch... Oh, hier sind Banditen. Davon halte ich mich doch lieber mal ein bisschen fern. Wir müssen noch gucken, wo wir den... Was steht da? Im Nordosten die Schneespitze, im Süden Kastell. Vorsicht vor dem Dösdrachen. Aufwecken auf eigene Gefahr. Ich will den ja auch nicht aufwecken. Ich suche ein Ei. Muss ja hier irgendwie an das Ei kommen. Hä? Können ja auch gleich mal gucken, wie viele Gegner ich schon geplättet habe. So. Wie viele Gegner haben wir denn schon? 5! Naja, gut. Schafsfell. Wo geht's hier lang? Ich muss halt irgendwie hoch. Da gibt's Eidechsen. Da war doch irgendwas. Die Eidechsen waren doch irgendwie voll aggressiv, die Schweine. War das nicht so? Das ist... Karottier? Das war ein Karottier? Die Frage ist, wie komme ich an so ein Ei? Beziehungsweise, wo finde ich so ein Ei? Vernebelungstrank. Oh. Was? Verdammt! Nicht wecken, nicht wecken, nicht wecken, nicht wecken. Okay, hier sind wir, glaube ich, wieder auf der sicheren Seite. Hm. Wir müssen noch das Ei für den einen Opa finden. Ich frage jetzt, wo ist das Ei? Ich hätte gedacht, da wäre ein Ei. Ehrlich gesagt. Hier geht's jetzt zur Zwergspitze. Guten Tag. Dies ist das Paladin-Zeltlager in Kastell. Wir halten die Position, um die Sicherheit auf dem Berg für Kletterer zu gewährleisten. Aber wir dürfen unsere Posten nicht verlassen, daher können wir dich leider nicht eskortieren. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Ich hab jetzt den Braten einfach mitgenommen. Passt. Nein, wir speichern noch nicht. Ist ja noch nicht Bratende. Also, hier ist schon mal kein Ei. Ich überlege gerade, wann sind die Eier? Wo könnte das Ei gewesen sein? Obwohl, wie komme ich denn da hoch? Nee, da schon mal nicht. Das ist, hier war auch kein Ei. Hier ging es aber rein. Hier sind aber nur Bienen gerade. Ich greife erstmal lieber nur Schafe und Raupen an, einfach weil die nicht so fies aggressiv sind. So. Vielleicht muss ich ja hier irgendwie lang.
Hier hinten ging es ja auch weiter. Ah ne, das wollte ich nicht. Ich wollte den Grashüpfer anfangen. Lauf, 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 lauf! Bleib nicht stehen! Also wirklich. Hier sind Karotten. Was habe ich gesehen? Antibetäubungsmittel, auch nicht schlecht. Aber wo finde ich ein Ei? Ah! Riesenei! Da haben wir es doch. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt nämlich auch. An den Löwen da schon. An den Wölfen müssen wir dann irgendwie mal gucken, wie wir vorbeikommen. Lauf, 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 lauf! Ah, nicht gekriegt. Wetsch. Ich glaube, die Wölfe sind halt noch zu stark für uns. Genauso wie hier diese Grassprinter. Die sind auch fies. Hey? So, was sind denn bei den Quests jetzt noch so angesagt? Sagt mir das mal. Flammenkraft, noch 3 Monster, Eis auch, Windkraft, Unkraut jeden. Das sind aber die Graslinge in der komischen Grotte. Ja, das ist jetzt nicht das Problem, dann machen wir das auf jeden Fall fertig. Aber nicht mehr heute. Ich gehe jetzt zu diesem einen Speicherpunkt, weil ich jetzt nicht weiß, wo der andere Speicherpunkt ist. Als der da oben. Und dann machen wir hier Feierabend. Und im nächsten Part heißt es dann Level. Looten und Level. Das ist unser Ziel. Den Döstrachen haben wir auch nicht fertig, nicht angetouched. Das ist auch sehr gut. Und ja, ich sage schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.